Nur 2 Kilometer südlich von Saqqara erheben sich die Pyramiden von Dahschur. Die rote Pyramide erreicht fast die gigantischen Maße der Cheops-Pyramide. Erbaut wurde sie von Snofru, dem Vater des Cheops. Der steile Anstieg führt zu einer Plattform, von der ein enger, stickiger Gang ins Innere der Pyramide bis hinunter zur Grabkammer führt, in der einst der Granitsarg des Pharaos stand. Die Pyramiden von Dahschur sind erst seit Mitte der 1990er Jahre für die Öffentlichkeit zugänglich. Bustouren fahren sie nicht an. Die Grabkammer kann deshalb ohne drangvolle Enge erlebt werden. Im Schatten des Steinkolosses steht die Knickpyramide. Auch sie war als echte Pyramide geplant. Vermutlich hat der Untergrund während des Baus unter dem Gewicht der Steinquader nachgegeben und die Baumeister versuchten zu korrigieren. Wie das Unikum unter den Pyramiden jedoch tatsächlich zu seinem unverwechselbaren Äußeren gekommen ist, bleibt bis heute ein Rätsel. Der Alabaster-Sphinx von Memphis. Die lange Reihe der ägyptischen Dynastien lässt sich in 3 Reiche gliedern. Das Alte Reich, das Mittlere Reich und das Neue Reich. Im Alten Reich, in der Zeit von 2600 bis 2100 vor der Zeitenwende, wird Memphis zur ersten Hauptstadt Ägyptens. Von der legendären Pracht der einstigen Metropole ist wenig geblieben. Sehenswert sind nur der Alabaster-Sphinx und eine Kolossalfigur Ramses II. In der Nähe des heutigen Dorfes Rahina zwischen Gizeh und Saqqara. Scheinwerfer, Laser und Dolby Surround Sound degradieren den Sphinx und die Pyramiden am Abend zu den Hauptdarstellern einer Multimedia-Show à la Disneyland. Only